und Fahrzeuge, moderne Fahrzeugtechnik und alles weitere wird euch Gauber Schama erzählen, denn HerbiE bekommt Assistenz. Applaus für Gauber! Deswegen ist nochmals ein Wunder geschehen. HerbiE hat den Google aus IAV getroffen. Also Google ist quasi der Herr Miyagi von dem Film. Ja, der Google ist ein Experte in Optimierungsverfahren und er hat so eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann. Und das geht mit diesen vier Schritten, also Guruji-Methode mit Erfolg in vier Schritten. Und wie geht das überhaupt? Also erster Schritt, Umgebung kennenlernen. Ja, was ist das, Umgebung kennenlernen? Also mit den neuen, modernen, digitalen Landkarten kann man nicht nur, und GPS, kann man nicht nur die Informationen über die Staus
sondern auch Informationen über die Straßenverläufe, Steigung, Anzahl von Ampeln und so weiter bekommen. Also diese Informationen soll man erstmals holen. Schritt 2, die Route simulieren. Das heißt, im Kopf durchgehen, wie viele Ampeln ich habe, welche Kreuzungen vorkommen, ob da Steigungen vorhanden sind und wie ich das alles machen kann. Genauso soll man das im Kopf überlegen und dann entscheiden, wie ich dann die Straße fahren würde. Schritt 3. Das wäre kein Bernseffekt gut gewesen. Das heißt, die Informationen, die man bis jetzt bekommen hat, damit soll man anfangen, auch für kleine Strecken und dann die Faktoren dann anpassen, damit man später die Genauigkeit von diesem Prozess verbessern kann. Und der letzte Schritt, optimales Fahren. Das heißt nicht unbedingt mit der vollen Geschwindigkeit, sondern mit der Geschwindigkeit, was am optimalsten ist. Also mit maximaler Effizienz und höchster Wirkungsgrad. Also mit den vier Schritten wollte der Guru, dass HerbiE in einem Wettbewerb teilnimmt, in einem Marathon. Und der Marathon war auch, also der Gegner war auch ein Elektrofahrzeug, ein grober Fahrzeug mit sehr vielen Batterien und einer Einstellung, dass man wirklich sehr, sehr schnell fahren soll. Und wie ich versprochen habe, auch Hollywood-Musik. Also hier könnt ihr sehen, wie dieser Wettbewerb gelaufen ist. Hier ist der Affenzustand oben und hier sind die beiden Gegner. Und links ist HerbiE und rechts ist der Computer. Und hier kann man sehen. Der Gegner fährt, der ist echt voran, er fährt sehr, sehr schnell, also 100 und HerbiE fährt ganz, ganz langsam. Also, ja, optimal würde ich sagen. Und man sieht, der Gegner hat echt sehr viel Abstand geholt, aber sein Batteriestand ist auch entsprechend also ziemlich schnell. Genau, und hier sieht man, wie weit die Entfernung ist zwischen zwei. Aber HerbiE inzwischen, wie fährt HerbiE? Also wie man sehen kann, hier die grüne Linie, das ist diese Simulation, was HerbiE im Kopf schon durchgeführt hat, wie er diese Strecke fahren würde. Und wie man sieht, er folgt genau diese grüne Linie. Und ja, der Gegner ist verschwunden, also er konnte nicht mal zum Ziel kommen. Und HerbiE, der läuft einfach weiter. Und ja, wie man sieht, HerbiE ist fast am Ziel. Und HerbiE hat gewonnen. So, was hat man hier dann gelernt? Also die Methode von dem Guru funktioniert. Also jetzt kann HerbiE auch sein Ziel erreichen. Also muss nicht abgeschleppt werden, obwohl, also muss halt ein bisschen langsamer fahren, aber er kommt sicher ans Ziel. Das heißt, die E-Fahrzeuge in der Zukunft brauchen keine Angst mehr zu haben. Die werden sicherlich ans Ziel kommen. Und ja, mit dieser Methode von IAV können wir alle E-Fahrzeuge helfen, unterstützen und die Welt verbessern, indem wir weniger Umweltverschmutzung haben. Und ganz wichtig, wie man schon vom Leben kennt, es ist nicht nur das Ziel, was wichtig ist, sondern auch, also der Weg ist genauso wichtig. Und das ist der Weg, was wir zum optimierenden Land benutzen. Okay, hiermit komme ich zum Ende von meinem Film, aber nicht von meiner Präsentation. Wie jeder berühmte Direktor habe ich auch hier eine Motivation gehabt für den Film. Und ja, seitdem ich hier bin in Deutschland, ich vermisse irgendwas auf den Straßen, was Autofahren in
Oder nee, ich denke nicht über Kühen, also was anderes. Also meine Hauptmotivation dafür waren die Speedbreakers. Also du bist der schnellste